Dankeschön. Schnauze! Hey, mal ganz langsam. Hörst du ihn? Ganz langsam. Du weißt genau, wir haben hinter der Bühne abgemacht. Wenn das heute nicht so läuft, wie ich das will, dann suche mir einen neuen Partner. Einen neuen Partner? Jawohl, einen neuen Partner. Und was? Ich habe gedacht, ich suche mir vielleicht einen Hund. Einen Hund? Jawohl, ich kann's mit Hunden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du, sag mal. Ich werde es doch mit einem Hund versuchen. Einen Hund? Jawohl, mir laufen nämlich die Hunde scharenweise nach. Ja, die wissen, wo die alten Knochen sind. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich habe nämlich gelesen, je älter ein Mann wird, umso größer wird sein Jagdgebiet. Richtig, nur die Munition wird weniger. Du hast mal, Frank, ich sollte mal auf den Mond schießen, du. Auf den Mond? Jawohl. Ins Weltall? Jawohl, ins Weltall. Waren die Russen auch schon da? Im Weltall? Ja. Die Russen, das waren die Ersten, die im Weltall waren. Und die Amerikaner? Die Amerikaner, die waren sogar schon auf dem Mond. Echt? Jawohl. Ich glaube, die Polen waren auch schon da. Die Polen waren noch nie im Weltraum. Doch, ich habe vorhin geguckt, der große Wagen ist weg. Moment, jetzt aber langsam. Moment! Der große Wagen ist weg. Ja. Ist auch Blödsinn. Der große Wagen ist ein Sommersternbild. Ja und? Und jetzt steht da oben der Orion. Den klauen die auch noch. Na, das ist nicht wahr. Du, jetzt reicht's zusammen. Wir haben abgemacht, heute Abend läuft das ganz anders, sonst wirft uns der Präsident hier raus. Der Geizkragen da hinten? Das ist kein Geizkragen. Hast du eine Ahnung? Ich habe letztes Jahr in diesem Hotel hier gearbeitet. In dem Hotel? Ja, als Gepäckträger. Als Gepäckträger? Ja, und was denkst du, wer da abgestiegen ist? Wer denn? Der Präsident. Ich hoffe, du hast ihn anständig bedient. Ja, sieht ja scheiße hin. Ich habe sein Gepäck hochgetragen in den dritten Stock. Dann hat er was in die Tasche gesteckt und hat gesagt, hier, für ein Glas Tee. So nett von ihm, was hat er dir gegeben? Ein Stück Würfelzucker. Du Geizkragen. Ach, der ist doch nicht geizig. Nein, aber pass auf, damit du auf mal andere Ideen kommst, ja? Ja. Machen wir jetzt was ganz anderes. Was anderes? Jawohl, wir wechseln das Thema, damit du wirklich auf andere Ideen kommst, ja? Ja. Ich habe nämlich gelesen, dass es Kamele geben soll, die können 9 Tage arbeiten, ohne zu saufen. Das ist noch gar nichts. Der Präsident, der kann 9 Tage saufen, ohne zu arbeiten. Ach, ist das denn gut? Was erzählst du denn, Blödsinn? Ja. Wenn ich mit dir hier oben auf der Bühne stehe, ja? Ja. Dann habe ich immer das Gefühl, ich stehe auf Glatteis. Wieso denn das? Ich weiß nie, wenn ich ausrutsche. Für 14 Tagen hatten wir Glatteis. Oh ja, vor 14 Tagen war es richtig glatt. Blitzeis. Richtig, da war ich in Bonn. In Bonn? Vor dem Bundestag. Und? Bin voll auf die Schnauze gefallen. Ist doch nicht schlimm, da sind schon andere hingefallen. Vor dem Bundestag kann man auch hinfallen, das ist normal. Das ist richtig, aber dann kann er. Wer kann? Bukaco. Wer ist Bukaco? Bundeskanzler Kohl. Jetzt erzähl uns nicht, der wäre auch hingefallen. Nein, der hat mich aufgehoben, Scheißchen. Die hat dich aufgehoben. Ja. Ich hoffe, du hast ihn auch anständig bedankt. Ja, sicher. Und weißt du, was er dann gesagt hat? Nein. Er hat gesagt, ich könnte mich erkenntlich zeigen und bei der nächsten Wahl seiner Partei eine Stimme geben. Oh, und das hast du gesagt? Tut mir leid, Herr Kohl, ich bin auf den Arsch gefallen, nicht auf den Kopf. Ja, ist das denn jetzt wahr, du? Ist doch jetzt genug. Ja. Mensch, Helmut Kohl, der war sogar in China. Echt? Jawohl, da hat er Drachen steigen lassen. Die Ahne Hannelore. Ich meinte einen richtigen Drachen. Hätte ich ja gewundert, wie der die hochgekriegt hätte. Ja, also komm, du bist gut jetzt. Wenn du so weiter warst, mein Freund, dann schicke ich nach Hause in dein Bett. Das kannst du nicht nachdenken, ich hatte gestern einen Albtraum. Ein Albtraum? Ja, ich war ganz allein auf einer Einsandinsel mit Claudia Schiffer und Steffi Graf. Was war denn da so schlimm dran? Ich war heller von Sinnen. Ach, du warst heller von Sinnen, du bist doch Blödsinn. Hör jetzt zu. Weißt du, das jetzt ist aber langsam genug, okay? Okay, scheiße hin. Ich wollte den Leuten hier zeigen, dass wir was können. Ja, dann tust doch. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, du hast nicht viel da oben drin. Das kannst du nicht sagen. Ich habe jetzt sogar ein Gedichtband veröffentlicht. Ein Gedichtband? Ja, Gedichte zum Nachdenken. Gedichte zum Nachdenken? Ja. Vielleicht könntest du uns hier einen ganz kleinen Ausschnitt bringen aus deinem Gedichtband. Jetzt? Jetzt. Wollt ihr eins hören? Ja. Wow, wie im Kindergarten. Also gut, einen kleinen Ausschnitt aus seinem Gedichtband, Gedichte zum Nachdenken. Und wie heißt das Gedicht? Der Geier. Also gut,
Wir hören nun das Gedicht Der Geier. Ich fang an. Dann fang an. Okay. Da oben fliegt ein Geier. Von unten sehe ich seine. Ach nee, das ist ja ein Kranich, der hat ja sowas gar nicht. Na komm, zack, zack. Was meldest du denn wieder? Ich kann nicht flirten. Du kannst mit der Dame nicht flirten, zur Dame ist aber normalerweise ein bisschen netter. Netter? Netter. Soll ich sie knutschen? Du willst sie küssen? Ja, klatschnass, mitten auf die Fresse. Ach doch, oh Gott, das ist... Das geht nicht. Nein? Nein. Wenn du so weitermachst, kriegst du nie eine Freundin. Mach dir keine Sorgen, ich habe heute eine kennengelernt. Du hast eine kennengelernt? Ja, heute hier im Hotel. Eine Engländerin. Wow. Und weißt du, was sie zu dir gesagt hat? Was hat sie zu dir gesagt? Give me a kiss. Und? Ja, ich sag, rutsch den Rücken runter und hol dir das Kissen selber. Das ist doch Englisch. Englisch? Du hast von Englisch überhaupt gar keine Ahnung. Nein? Du hast von gar nichts eine Ahnung. Das kannst du nicht sagen. Ich hatte gestern Rechenprüfung. Rechenprüfung? Ja. Examen. Oh, wie viele Aufgaben wurden denn gestellt? 15. 15. Und wie viele fahren falsch? Eine. Schön. Und die restlichen 14? Bin ich gar nicht zurückgekommen. Ich hab's genau gewusst. Du bist wirklich das Allerletzte, ja? Du sagst jetzt schön Tschüss, wie sich das gehört. Ganz anständig? Ganz anständig. Und du gehst nicht scheiße hin? Jawohl, ich geh mit. Okay. Ich komm gleich. Die Dame bleibt hier, du gehst in deine Kiste. Und wie steht die? Deine Kiste steht hinten links hinter der Tür. Hinten links hinter der Tür. Kommst du? Die kommt! Du gehst jetzt ab, du sagst jetzt schön Tschüss. Es wird mal Zeit, mein Freund, dass du mal einen richtigen Beruf ergreifst, damit die Leute mal sehen, dass du auch was Richtiges arbeitest. Hab ich doch, Scheißechen. Du hast einen richtigen Beruf? Ja, sicher, Scheißechen. Und was machst du beruflich? Ich bin jetzt Versicherungsvertreter. Was gibt's da hinten zu lachen? Ich mache die besten Versicherungen nur für Männer. Wir Männer sind gegen alles versichert. Diese Versicherung gibt's noch nicht, die ist ganz neu. Und was ist das für eine Versicherung? Die Schniedelwutz-Abrissversicherung. Sowas gibt's doch gar nicht. Denn hier schon. Ach ja, und wie sind da die Tarife? 600 Mark. 600 Mark im Jahr? In Monat, Scheißechen. Du hast auch wieder mal eins, da habe vorhin gerade einen getroffen von der Allianz, ja? Ja. Der hat mir dasselbe Angebot gemacht für 300 Mark. 300 Mark im Monat? 300 Mark im Jahr. Den Tarif kenne ich, da hast du 10 Cent in der Selbstbeteiligung. Selbstbeteiligung, ja, so Blödsinn. Jetzt ist genug. Genug. Jetzt sagst du schön Tschüss. Ganz anständig? Ganz anständig. Okay. Wir sagen Tschüss, gute Nacht, wünsche noch viel Spaß, der schöne Aki und Scheißechen. Tschüss zusammen, Dankeschön.